er hat die Ehre, hier die Auftaktpartie zu pfeifen. Und damit starten wir rein in das erste Spiel. Der Ball liegt bereit. Ganz viel gute Unterhaltung, ganz viel Spaß. Mit einminütiger Verzögerung. Der Fury Cup 2020 ist eröffnet. Und damit geht es los. Bielefeld in Blau-Schwarz. Von links nach rechts. Gegen den VfB. Insgesamt werden wir alle Teams heute dreimal sehen. Morgen früh gibt es dann noch einen letzten Vorrundenspieltag, ehe es dann in die K.O.-Runde geht. Vier Spiele hat jede Mannschaft. Zugelost wurden diese Paarungen aus unterschiedlichen Regionaltöpfen. Man wollte verhindern, dass beispielsweise Hamburg und Bremen, die sich in der Liga immer wieder treffen, dann auch hier gleich gegeneinander spielen. Und hier fast der erste Treffer für die Schwaben. Also dieser neue Modus findet da großen Anklang bei den Teams. Es war nämlich vor 3 Jahren so ein kleiner Kritikpunkt, diese ständigen Duelle mit den Nachbarn. So, also deutlich mehr Abwechslung drin. Spielzeit in der Vorrunde liegt bei 12 Minuten. In den K.O.-Spielen wird diese dann auf 15 erhöht. Da haben wir Eike Schäfer am Bild. Erster Abschluss und der Treffer wunderbar eingefangen. Furkan Yilmaz mit dem Tor für Arminia Bielefeld. Erste Turniertor in 2020 also. Keine 2 Minuten hat es gedauert. Regeltechnisch, wenn wir den Spielaufbau sehen, denke ich bekannt. 4-Sekunden-Regel in der eigenen Hälfte für die Keeper. Das heißt, der Ball darf maximal 4 Sekunden geführt werden. Ansonsten gibt es einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Ist der Torwart in des Gegners Hälfte? Unbegrenzt Zeit. So, der Aufbau hat geklappt. Dadurch geht Bielefeld in die Überzahl im Aufbau. War dann aber nicht gut ausgespielt. Da war die erste Linie eigentlich schon sauber überspielt. Das, was hier natürlich Gold wert ist auf der kleinen Fläche bei den wenigen Spielern. Jetzt die Möglichkeit. Stürmer vorgepfiffen. Yannick Schade mit dem Foul. Ja, war auf Freistoß entschieden, deswegen vom Boden ab. Regelkunde für Dean Savic, den Keeper der Stuttgarter. Oh, zweite Möglichkeit. Und jetzt rübergedrückt über die Linie. 2-0. Vorlage vom Torschützen zum 1-0. Und Yannick Schade vollendet die Vorlage von Furkan Yilmaz zum 2-0 für Arminia Bielefeld. Ecke geblockt. Nächster Abschluss versucht. Da hat es, glaube ich, den Ersatzspieler erwischt. Arminia Bielefeld draußen im Spielbetrieb in der Landesliga aktiv. Das ist im Vergleich zum Teilnehmerfeld wirklich niedrige Klasse, die Landesliga. Also gerade
für Arminia was ganz Besonderes hier für die Spieler. Sich hier würdig mit dem besten Nachwuchs in Deutschland zu messen. Stuttgart noch nicht wirklich häufig torgefährlich. In Aktion gedreht. Bielefeld verteidigt sehr konsequent. Kaum sage ich's. Hat er die Möglichkeit. Weiß nicht, ob er da auf Handspiel entschieden hat. Ein Foul war, glaube ich, nicht dabei. Ja. Und damit gibt es den 9 Meter. Große Möglichkeit und der Treffer für den VfB, Yannick Malé. Mit dem Anschluss für den VfB. Beide Mannschaften stehen in ihrer Liga jeweils auf Platz 2. Arminia Bielefeld Zweiter der Landesliga, Stuttgart in der Oberliga. Stürmer faul gepfiffen. Keeper hatte den Ball schon sicher. Schwaben in ihrer Liga der besten Offensive. 44 Treffer in 14 Spielen. Sind allerdings 5 Punkte hinter Tabellenführer Heidenheim. Problem ist die Defensive beim VfB. Mit 23 Gegentreffern nur die 6. beste Defensive. Die Ansprüche ganz oben. Der Wert dann einfach nicht gut genug. So, Bielefeld jetzt mit einer mutigen Variante. Bei Führung mit einem Feldspieler im Tor. Der hier gleich eingreift. Auch für ihn gilt natürlich die 4-Sekunden-Regel. Freistoß für Arminia Bielefeld. Ersin Sitscher. Eben am Ball im Zusammenspiel mit Nils Hane. Oh, jetzt aber die große Möglichkeit. Aber vereitelt. Minuten 30 übrigens noch auf der Uhr. Bei 2:1 Führung für Arminia Bielefeld. Das rüber gespielt. Gute Möglichkeit. Und das lässt er sich nicht nehmen. Tyler Wozny. Gefühlvoll abgeschlossen. Da haben wir ihn im Bild. Gutes Spiel über die Bande. Und dann ist lange Eck versenkt. Zum 3:1, 4 Minuten vor Ende der Partie. Fast erneut der Anschluss. Aluminium-Pech für den VfB Stuttgart. So, klasse rübergespielt. Jetzt das Überzeitspiel. Kriegt die noch abgeschlossen, aber da hat Bielefelds Keeper Moritz Solka den Fuß dran bekommen.
wieder Solka. Der sicheren Parade. 3 Minuten noch auf der Uhr. Fehlpass hier. Aber auch unsauber gespielt in dem Moment. So hoch war der Gegendruck da gar nicht. Und jetzt Ballbesitz VfB. Da wieder der Griff auf die Bande, das nicht erlaubt und wird dann sofort mit einem Freistoß bestraft. Wieder knapp am Tor vorbei. Der Ball geklärt. So, jetzt muss schnell gehen nach der Balleroberung. Stuttgart braucht noch ein wenig Zielwasser. So, Blockwechsel beim VfB. Ball war an der Hallendecke, deswegen Freistoß. Von der Halbseite, Schussversuch jetzt, das erfreulich, haben wir selten gesehen in diesem Spiel. Es gibt ja seit der Regeländerung, früher durfte der Torhüter den Ball ja nicht über die Mittellinie spielen. Seit das erlaubt ist, vermehrt gesehen, dass Torhüter immer wieder den Abschluss suchen, was sicherlich der Attraktivität des Spiels nicht wirklich gut tut. Aber hier beide Mannschaften wirklich bemüht darum, um sauberen Spielaufbau, um viele 1 gegen 1 Situationen. Und wir gehen in die letzte Spielminute. 3:1 Führung für Arminia Bielefeld. Oh, jetzt kam Ballverlust. Der hätte wehtun können. Gut gelöst. Bielefeld wieder mit dem Feldspieler auf der Platte für mehr Kontrolle, für mehr Ballbesitz. So, jetzt der Tausch zurück. Stuttgart macht nochmal Druck. Gibt es nochmal den Anstoß, dann ist ja alles drin. In der Halle geht das ganz schnell. Zeit ist angehalten, wir haben noch 35 Sekunden auf der Uhr. Den direkten Freistoß. Also sitzt der, ist hier wirklich noch alles drin. Für den dreimaligen Freeway Cup Gewinner. Natürlich zu früh losgelaufen, Ball war noch gar nicht berührt. Geblockt. Weiter Ballbesitz VfB. So, jetzt wird es eng. 27 Sekunden noch auf der Uhr. So, das dürfte es gewesen sein. 15 Sekunden noch. Es wird der Auftaktsieg für Arminia Bielefeld. Das ist schon eine kleine Überraschung für den Landesligisten, für die Stimmung in der Halle natürlich top. Und ein schöner Aufwärmer für die Mühlenkreisers, weil die gleich kommen. Jetzt nochmal der Ballverlust für Stuttgarts Keeper. Aber dann auf Foulspiel entschieden. Wieder Freistoß. Dann gibt es für Bielefeld. Und durchgespielt. Nochmal Platz. Abschluss nicht vollendet. Das war's. Die Schlusssirene ertönt. Auftaktsieg für Arminia Bielefeld. Mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart. Da war es eingeblendet.